Ach komm. Damit man auch ein bisschen was sieht. So gefällt mir das. Jo Leute, ich bin's wieder, der TKW. Zweite Folge Sims 4. Ja, und heute habe ich euch ja versprochen, erstellen wir den David. So, fangen wir mal mit Simbo der Stimme an. Unabla. Guasha Ja, Buenco. nehmen wir einfach mal die. Ein Gang, Alter. Wer zur Hölle läuft so rum? Oder so? Oh mein Gott, Alter. Nehmen wir einfach mal den Standardgang. Okay, nee. Bestreben. Was hat denn der David 5 Bestreben? Das wollen wir doch mal. Nehmen wir denn da? Wissen? Nö. Sollen wir Beliebtheit nehmen? Jemand von meinem Witzbold, der David ist ja so ein ganz lustiger. Hahaha. Okay. Hitzkopf. Eindeutig Hitzkopf. Oh. Dann. Was denn noch? Gibt's denn da noch? Nehmen wir einfach mal Bücherwurm. Und ehrgeizig. Man den dann noch nehmen. Das ist ein Geek. Ja, nehmen wir doch mal Geek. Ja, dann kommen wir mal zum Gesicht und fangen mal mit den Haaren an. Ist zu rot. Noch roter. Eigentlich hat er viel hellere Haare, aber das da ist zu hellbraun, würde ich einfach mal behaupten. Was für eine Frisur geben wir denn dem David? Ja, eine Glatze, wisst ihr. Auf jeden Fall eine Glatze. Passt auf jeden Fall. Perfekt. Oder sowas hier. Ist hässlich. Das ist so hässlich, diese Frisur. Meiner Meinung nach jedenfalls. Genauso wie sowas hier. Ich verstehe Leute nicht, die freiwillig so rumlaufen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen diese Leute habe, ne? Aber ich finde diese Frisur halt mega hässlich. Genau wie die hier. Hat diese ganzen. Sowas. Okay. Das sieht dezent sonderbar aus, diese Frisur. Nein. Mit Sicherheit nicht. Nein. Nein. Ich glaube, ich muss einfach diese hier nehmen. Sonst trifft nämlich keine einzige, auch nur ansatzweise zu. Die zwar auch nicht, aber nehmen wir die einfach mal. Dann. Nein.
Ach, ich lasse die jetzt einfach mal so. Bart muss direkt mal weg. Kein Bart. Dann eine Käppi für den David. Da haben wir eine Käppi. Die nehmen wir da. Was nehmen wir denn für eine Käppi für den David? Ein Löwen? Ein Löwen auf jeden Fall. Nehmen wir mal die hier. Ja. Dann kriegt er auch noch eine Kette. Ja, und hier noch eine Kette. Wie kann man nur freilich so eine Brille anziehen, ey? sonst noch irgendwo Brillen? Nein. Aber warum hat der hier Ohrringe? Nein, keine Ohrringe. Dann... Ja, ich bin noch beim Gesicht. Ich will andere Augen. Alter, sind das Riesenglubschaugen. Ich würde sagen, ich nehme die einfach mal. Was ist denn das für eine kleine Nase? Ich weiß nicht. Ich glaube, die ist zu groß, oder? Na, groß. Von wegen groß, aber... Okay. nein... Das ist groß. Oder das. Oder das hier. Alter. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach die hier. Nein, die hier. Nein, auch nicht. Auch die sehen von vorne so hässlich aus. Nein, auch nicht. Nehmen wir es einfach die hier. Dann Augenbrauen passen ungefähr. Alter, man kann echt so hässliche Monster erstellen, ey. Guckt euch das doch mal an, Alter. Nee, nee, nee. So was aber auch. Mit Sicherheit. Noch größere Augen. Da sind Zwerge. Nee, die sind auch viel zu groß. Ich weiß gar nicht, was hat denn David für eine Augenfarbe? Braun? Ich tippe einfach mal auf braun, weil die meisten Menschen braune Augen haben. Irgendwas gefällt mir da dann schon wieder gar nicht. Ach komm, ich muss ein anderes Gesicht nehmen. Oh, ich verändere gerade nur die Kiefer. Ich will aber ein anderes Gesicht. Gesicht. Zur Hölle. Ach ja. Das da. Nehmen wir mal das. Hautfarbe. Die hier. Dann... Es ist ein bisschen zu aufgeplustert. Also, es ist zu aufgeplustert.
Nicht ein bisschen, sondern es ist schon aufgeplustert. Nase gefällt mir aber nicht. Ist einfach die hier. Augen gefallen mir auch nicht. Hatte ich die hier. Wenn man die ein bisschen kleiner zieht jedenfalls. Oh. Ich wollte die kleiner ziehen. So. Das ist aber zu klein. Nein, Augenfarbe wollte ich verändern. Auf diese hier. Das sieht von der Seite noch nicht gut aus. Das sieht aber auch so hässlich aus, wenn der Mund so im Gesicht drin ist. Von vorne kommt das schon so einigermaßen hin, muss ich sagen. Aber von der Seite überhaupt nicht. Die Augen sind auch noch zu tief in der Augenhöhle. So. Warte, hat er irgendwelche Gesichtsmerkmale? Nein, nicht Make-up. Hier. Nein, hat er nicht. Okay, dann passt was das. Ach, Lachfalten, ja, mit Sicherheit. Kiefer könnte man noch ein bisschen vorholen. So, genau, mit Sicherheit. Und dann am besten noch so ein Kinn. Ah, sieht so hässlich aus. Ach ja, mit Sicherheit. Ach ja. So. Ich wollte eigentlich nochmal das ganze Gesicht ein bisschen länger ziehen. Und das geht gerade nicht. Warum nicht? Ich komme immer nur an die Augenbrauen ran. Aber ich muss sagen, die neue... Also das, dass man jetzt diese Sims hier so... Also dieses Ziehen hier und so, also diese Charaktererstellung finde ich echt mega gut gelungen. Es macht richtig Bock, erstmal Charaktere zu erstellen und stundenlang dann rumzutüfteln, bis es dann irgendwann ansatzweise stimmt. Der gefällt mir von der Seite immer noch nicht. Wieso kann man das hier denn nicht noch reinziehen? Diesen ganzen Hubbel, der sieht so sonderbar aus. Von vorne gefällt er mir sogar schon einigermaßen. Ach komm, ich lasse es jetzt so. Ja, mit Sicherheit ein richtiger Fettsack. Irgendwo... Ach komm. Damit man auch ein bisschen was sieht. Also, ein bisschen sieht wie auch der. Ach,
vergesst es, ich kann mich da eh nicht mehr rausreden. Ich glaube, so gefällt mir das. Habe ihn zwar noch nie so gesehen, aber das könnte ungefähr hinkommen. Hoodie wollte ich ihm geben. Hier einen Hoodie. Den da in Blau. Dann eine Jeans. Das ist aber keine Jeans. Welche hatte ich denn bei mir genommen? Ich glaube, das war sogar die hier. Ja, so. Alter, sind die Schuhe hässlich. Alter, sind diese Schuhe hässlich. Nehmen wir einfach mal solche. Und zwar in... In der Farbe nehmen wir sie jetzt einfach mal. Abendkleidung. Oh. Was soll das? Warum gibt es denn dann hier überhaupt die Kombination? Warum gibt es denn da nichts? Also ich muss leider sagen, bei Sims 4 gibt es eindeutig zu wenig Auswahlmöglichkeit an Kleidern und so ein Scheiße. So ein Scheiße, ey. Muss ich eindeutig sagen, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, in Schwarz. Was hatte ich eigentlich bei mir genommen? Okay, passt. Schlafanzug. KP. Kein Plan für die Unwissenden unter euch. Machen wir es einfach mal so. Ja. Und Whisky-Kleidung. Nehmen wir doch, wenn es den gibt, auch nochmal den Hoodie. Gibt's nicht. Okay, wundervoll. Ich glaube, ich lasse sogar einfach dieses T-Shirt da, was der jetzt schon anhat. Da ist es. Vielleicht gibt es das auch noch. Totenköpfe. Ein sehr, sehr sonderbares T-Shirt. Würde ich einfach mal behaupten. Das gefällt mir aber gar nicht. Ach komm, nehmen wir. Wo ist es das da? Einfach. Nehmen wir das einfach. Und. Oh, ich habe gar nicht auf die Schuhe geachtet. Abendkleidung. Pff. Sicherheit. Nehmt einfach die gleichen Schuhe, die ich auch habe. Nein, in Schwarz waren die.
Sportkleidung. Ja, komm. Schlafanzüge. Kann man auch gar keine Schuhe nehmen. Ja. Ausgekleidung. Ja, die Schuhe. Moment, ich muss ganz kurz bei mir noch mal was überarbeiten. Da, Schlafanzüge. So, das kommt ungefähr hin. Ich laufe nämlich fast dauerhaft barfuß. Ich wollte bei der Sportkleidung wollte ich dem noch Socken geben. Auch wenn man das nicht sieht. Das muss ich bei mir auch noch mal ganz kurz machen. Nein, Quatsch, hier. Socken. So. Fällt gerade auf, ich habe viel zu dicke Backen. Oh nee. Ja, das ist schon besser. Oh, Cap vergessen. Gibt's keine. Gibt's eine. Die hier. Ja, mit Sicherheit. Hier gibt's die auch nicht. Na super. Ist aber unlogisch. Naja. Ich glaube, der gefällt mir ganz gut. Denn die Folge ist dann sowieso jetzt hier im Moment. Ach, ich muss ihn noch benennen. David. Und dann muss ich noch die Beziehungen. Mitbewohner. Oder sollen wir uns, soll ich uns zu Brüdern machen? Ach komm, Mitbewohner. Ist das hier auch gut? Ja. Ja, passt. Mitbewohner. Dann speichern wir den Haushalt mal. Hier, das ist der, den ich schon mal erstellt habe. Ich weiß nicht, gefällt er euch besser? Könnt man ja mal... Oder ist das der jetzige? Das ist der jetzige. Oh. Fail. Aber ich kann euch dann gleich auch nochmal den anderen zeigen. Ah, okay. Quatsch, Beschreibung brauche ich nicht. Haushalt in der Bibliothek speichern. Dann möchte ich ganz gerne nochmal in die Galerie. Bibliothek. Hier, der war das, den ich vorher erstellt habe. Okay. Naja, ich muss... Alter, okay, der David gefällt mir hier doch überhaupt nicht. Muss ich sagen. Der ist mir eindeutig nicht gelungen. Der ist mir da jetzt gerade besser gelungen. Aber ich muss sagen, der The Gateway gefällt mir eindeutig hier besser. Oder kann man die auch irgendwie mischen, dass ich den The Gateway nehme, aber den David geht das?
So, und da sind wir in der Galerie. Und dann zeige ich euch erstmal die anderen. Oh, und ich sehe gerade, da habe ich noch was falsch geschrieben. Multi. Das P muss natürlich groß. Und das nochmal verändern. Oh Mann. Moment. Multiplayer und Multiplayer. Ne, Moment. Dann speichere ich den nochmal als Multiplayer. Ja. Und speichern. Überschreiben. So. Ach nee, ich wollte in die Galerie. So, dann zeige ich euch jetzt nochmal den anderen, den ich schon mal erstellt habe. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier zweimal angezeigt wird. Auf jeden Fall muss ich sagen, der David, gefällt mir hier überhaupt nicht. Allerdings gefällt mir der The Gay Way eindeutig viel besser. Also ich würde die ganz gerne, würde ich die vermischen. So, also The Gay Way. Also, den The Gateway hier, aber den David. Das fand ich ganz knorke. Also, falls ihr wisst, ob man das irgendwie machen kann, zwei selbst erstellte Haushalte irgendwie miteinander vermischen, dass ich dann von dem einen den einen nehme und von dem anderen halt den anderen, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und dann werde ich das dann mal machen, denn, ja, also der hier ist natürlich auch nicht schlecht, der geht, aber wie gesagt, der hier ist eindeutig besser gelungen. Ja, dann würde ich sagen, war es das hiermit. Erstmal mit der zweiten Folge. Ich habe die jetzt in der Galerie, dann kann ich die das nächste Mal platzieren. Genau, nächstes Mal, nächste Folge, fangen wir dann an zu spielen und wir suchen ein schönes Haus und Arbeit und bla bla bla. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dann, Leute. Ciao.